Damit Servus und herzlich willkommen zurück außerhalb des Klassenzimmers zu Outlast 2. 21. Folge? Yes, I think so. I think auch so. Too. Too, I think so. So, wir hingen hier draußen, letztes Mal vom Klassenzimmer und wollen mal einfach mal. Wobei, mit wollen hat es gerade nicht viel zu tun. Ninja Ninja hatte gerade keinen Bock zu spielen. Nee, Schule ist uncool. Und aus dem Grund spiele ich jetzt erstmal weiter. Schule ist uncool. Oh. Mhm. Du warst bestimmt einer von denen, die immer den Unterricht geschwänzt hat. Ich habe nie geschwänzt. Besser ist. Nee. Sowas macht man auch nicht. Mhm. Mhm. Sowas auch nicht. Ui. Alter! Oh fuck. Massenaufhängerei, Alter. Aber das ist doch der Schulhof, oder? Ja. Die ist draußen. In der Luft? Auch ein schönes Wallpaper. Da, Damaskus-Erlebnis. Mhm. Okay. Gehen wir erstmal in die Richtung. Lange Wege. Flackernde Bilder. Türen, die sich öffnen im Dunkeln. Warm in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist es momentan sehr, sehr warm. Yes. Ich könnte wetten. Was war das? Da Tropf. Hups. Jesus. Mit Handabdrücken, da ist irgendwas hochgekrabbelt. Lehrerzimmer? Könnte sein, ha? Guck mal nach oben. Nee, andere Seite hinter dir? Oh, Alter. Achso, wegen drüber hüpfen? Okay, ja, aber nee. Geht nicht. Gehört zur Tür. Sind wir von hier gekommen? Nee. Ich weiß nicht. Nee. Da war das Viech, oder? Da war so ein Armviech, ja. Da hinten ist über Licht an. Wir sind genau auf unserer Seite. Hier ist ein Lichtschalter. Na klar. Das war gar kein Lichtschalter, das war so ein Sprinkler-Dings. Das war Pound the Alarm. Nein, 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 nein. Oh, flacker doch mal ein bisschen. Schwöre. Catholic Schools. Catholic Schools. Catholic. Entschuldige. Sag ich ja. Na klar. Na klar. Einfach nicht umdrehen, damit alles gut. Da war hinten ein zweiter Schatten, oder? Nein. Aber auf Klo gab es jetzt nie was, kann das sein? Man denkt immer. Schon wieder über Jessica, 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 Jessica. Muss mal sauber machen, das sieht da ein bisschen belachig aus. Ach, jetzt ist offen. Der Schatten hat uns quasi die Tür geöffnet. Da passiert auch wieder was, oder? Schon wieder in Bücherei. Mm-hmm.
Das. Ja. Okay. Jetzt verstecken und weinen. Go. Los weinen. Aber wohin? Links die Tür ist zugegangen, rechts die wurde auch zugewuchert. Ich wüsste jetzt nicht wohin. Ich bin nach links. Da wo gerade der Schatten kam mit dem. Hm? Ich komme jetzt zurück ins Dorf irgendwie, weißt du? Ja, wohin denn? Ach, ja klar. War hier nicht irgendwas? Cool. Ich komme doch irgendwo so eine Kackfratze, Alter. 100 Pro. Huh, und der Warrider wieder. Mm. Okay, jetzt lauf. Aber wohin? Lauf einfach. Wieder zurück, oder? Das Vieh müsste ja weg sein. Hm. Nach oben. Oh. Zur Lampe? Kannst du da kühlen? Ja. Es ist nicht alles so schräg. Jessica, wohin? Das muss dann aber bestimmt so sein. Ich glaube ja. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier bei den Bekloppten. Den Baummenschen. Zum Interagieren. Da hoch? Da drüber hoch? Da? Rechts? Na, wir können erstmal interagieren, meinst du? Mhm. Warte. Jetzt hier rüber weiter. Überall Bandagen ohne Ende. Batterien wären mir lieber. Wir haben. Okay.
glaube, die Viecher sind hier. Und die haben uns immer noch, kann das sein? Ja, links. Wir machen mal notfalls selber zu. Nicht so eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich versuche einfach. Da musst du hoch. Da kommen wir so nicht hoch. Wird so hoch sein. Boah, kannst du mal die Backen halten? Ich glaub, das ist viel. Ist nur ein bisschen bekloppt. Da kannst du doch durch, da unten, ne? Nee. Links kannst du doch durch. Da unten? Nicht? Hier, nee. Nee. Soll ich denn da durch? Ah, hier, da raus. Okay, okay, reicht. Eigentlich wollte ich noch zur Batterie. Oh! Ja. Wohin? Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Aktion, Aktion. So, da sind wir wieder. Wohin soll ich denn hier bitte? Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Ich wollte gerade noch sagen, wir haben keine Zeit zum Heilen. Ja gut, aber hätte ich mich jetzt geheilt, hätten sie mich auch gekriegt. Okay, aber jetzt wissen wir ja, wo lang. Ja. Auf Jessicas Wurpens. Oh. Fuck. Ich glaube hierhin. Kommt doch bestimmt gleich. Irgendwas. Du hast letztens noch gesagt, bisher war auf Klo nie was. Ich glaube, es wird sich diesmal ändern. Er war tot. Er hat dich quasi weiterverfolgt und wir haben ihn nicht gesehen. Meinst du? Naja. Das glaube ich aber nicht, dass es der war. Guck mal, wie schnell der auf einmal wird.
kann ich auf Klo da. Wo soll ich denn sonst lang? Hier rein? Die große Tür. Irgendwie wird auch nicht gehen, da ist nicht mal ein Griff dran. Ne? Man konnte mal über die Klos drüber. Zumindest im ersten Teil. Hier scheint's. Aber hier haben wir es bisher auch noch nie probiert. Da, du musst weg. Mach vor mal aus. There's a father up above and he's looking down in love. So be careful, little love, what you say. Weg. Sollen die jetzt raus sein, ja? Ich würde es einfach probieren. Okay. Hm. Immer dahin, wo das Viech war. Und von da kam es ja. Fuck it. Runterspringen, man konnte da runterspringen. Ist doch hier so ein Schuldirektor, oder? I'll never let you go. Okay, und damit sind wir wieder im Dorf angekommen. Yes, und Ende auch. So, damit verabschieden wir uns von euch. Hoffen wieder mal, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, schaltet gern zur nächsten Folge wieder ein. Damit ringehauen und nächste Folge schauen. Ciao!